just wanna see if you gon' lie or you gon' love me. I was getting bras way before I got the money. Honey, since I've been a star, they don't love me. The ceiling got stars when the star got no ceiling. Stick it out, poke it out. Stick it out, poke it out. Yeah, she got a little bus, so what? Big bag, she can show enough. Stick it out. Gonna love me. I was getting bras way before I got the money. Honey, since I've been a star, they don't love me. Hey, liebe Leute, ich habe, glaube ich, mehr als würdig den Shop eröffnet. Mit meinen Rundinnen hier und mit meinem Megafon. Wir haben uns ein bisschen umgeschaut. Und zwar ein riesengroßer Stand von einem ganz, ganz bekannten Hersteller, Produktehersteller für Fahrzeuge. Und zwar bei MTS Meguiars. Neben mir ist der Oliver. Der Oliver. Was mich jetzt interessiert ist, oder auch Zuschauer, hast du hier eine Produktneuheit? Ja, also wir haben natürlich die ganze Neuheit, das ist unser neues Shampoo mit Keramik, also mit dem Booster, mit dem zugehörigen Händchen, wo man einerseits die rauche Seite fürs Shampoo kann brauchen. Jawohl. Und weil sich der Booster mit dem sich aufs Wasser legt, tun wir eigentlich gerade mit der feinen Seite gerade eigentlich selber versiegeln und haben gerade die Keramik beschichtet. Also 2-1. 2-1. Genau. Was heisst man tut? Shampoo zuerst oder wie kann ich mir das vorstellen? Du tust das gleiche gerade in den Kessel, jetzt ist Shampoo, jawohl, schäumen und dann tust du das da ganz fein drauf verteilen. Jawohl. In der gerne Menge, die hinten drauf steht. Mhm. Und nachher tust du eigentlich mit dem Schwamm das Ganze verteilen und dementsprechend auch gerade versiegeln. Okay. Und funktioniert fantastisch. Super. Was kostet so ein Produkt im Handel? Das kostet jetzt im Handel 39,90. Ja. Und der Händchen ist bei 25 Franken. Coole Sache. Ja. Und für mehr, Bruder? Für dich? Das musst du mit dem Albinot ausmachen, weil du ja da schön Werbung machst für seinen Job. Hat er sicher eine Bezahlung gehabt. Ich sehe es, ist das da oben gerade? Genau, genau, das Letzte. Das Letzte. Das Letzte. Ja. Ich würde zugreifen, im Moment sind sie ausverkauft schon wieder. Weil so Produkte wie auch unser Klassiker, der schon seit 2 Jahren ein Dauerbrenner ist, die sind immer wieder ausverkauft. Weil uns die Leute einfach aus den Händen reissen, weil die Produkte so einfach und so gut sind. Keramikversiegelung. Genau. Ganz einfache Keramikversiegelung. Ja. Wie tut man das anwenden? Das anwenden ist ganz einfach. Man tut das Auto waschen. Und wenn das Auto noch nass ist, tut man es eigentlich drauf spritzen. Ja. Das erste Mal nur mit einem Mikrofaser mit Hilfe ein bisschen verteilen. Mhm. Und das zweite, dritte Mal kann man eigentlich nur noch mit leichten Spritzer Keramikversiegelung auffrischen. Und wenn das Auto einfach abwaschen. Genau. Und es tut sich mit dem Wasser verteilen. Über Kunststoff hier. Über alle Teile, also ich brauche sogar so für meine Felgen. Ja, genau. Funktioniert tiptop, wenn ich das Auto abtausche, sieht es nachher noch wie frisch. Wie viele Produkte hat Meguiars aktuell im Sortiment? Oh, nein, kann ich dir nicht sagen. Kannst du nicht sagen? Ich weiss nicht gerade aus. Viel. Viel, ja. Viel, ja. Wir haben eigentlich für jede Sparte, Interieur, Exterieur, Felgen, Reifen, haben wir immer etwas zur Hand. Und nicht nur eins, sondern 2 bis 3 Produkte haben wir immer etwas. Also okay. Von dort her, wir haben gesamthaft in unserem Lager haben wir etwa 6'000 Artikel. 6'000? Inklusive Lackiererei und so weiter. Also, und wir tun natürlich Lackierer auch unterstützen beim Finish. Wir tun Detailer unterstützen, wir tun Interieurreiniger unterstützen. Wir tun alles, was innen dran sauber sein sollte, haben wir etwas, was wir können brauchen. Wir haben Allzweckreiner, wir haben Schein- und Glanzsachen. Also alles rund ums mitheben. Auto, oder? Genau, ja? Genau. Also du kannst ein totes Auto bringen und es sieht nachher aus wie aus dem Laden. Eben. Das kennen wir auch von Meguiars. Genau. Eben, wie schon gesagt, Meguiars, man weiss sofort,
um was es sich handelt. Yep. Oli, ich sage dir vielen herzlichen Dank, dass du schnell dein Produkt gezeigt hast. Gern geschehen. Weiterhin viel Spass an dieser Ausstellung. Ja, danke. Und, oh, so ja. Ist Maguire ein Gruß von Carblogger Schweiz. Tun ich sagen? Ist gut. Tun ich sagen? Hey, danke dir. Ja. Tschüss. Yeah, she got a little bus, so what? Big bag, she can show enough. Stick it out, stick it out, poke it out. Yeah, stick it out, poke it out. My regards to the bras, I thought I was done. Pick a side and die in a jump. Hey Leute, wir gehen jetzt ein bisschen den Showroom besichtigen. Vor allem, was es alles für Hersteller hat. Mit Türsteher heute. Wir dürfen schon rein, oder? Let's go. I've been letting things slide, they trying too hard. Cause I ain't left the city once, still travel abroad. Nigga, I'm back on my boss shit. We're sticking behind the Civic, we in the car service. Liebe Leute, was das Herz begehrt. Die Wand überwiegt Maguire's Chemical Guys Sonax. He? Wir haben verschiedene Produkte von Maguire's. Raim. Nein. Sally. Reinigen Sie die Felgen und verschönern Sie die Reifen 2 im 1. 2 in 1 Produkt, so wie es aussieht. He? Also Felgen und Pneu-Reiniger. He? Cockpit-Reiniger, Sonax. Sonax, auch ein recht bekannter Produktehersteller. Hier haben wir Cockpit-Reiniger für alle Kunststoffteile im Auto herum. So, ich schaue noch mal, was es sonst noch hat. Was haben wir hier? Big Boy haben wir noch. Ava haben wir hier einen. Verlost. Wird ein Hochdruckreiniger übrigens. Sehr handlich, sehe ich gerade. Voilà. Wir haben aber auch Sachen zum Polieren. He? Voilà. Maschine. Shinemaster. Gehen wir mal hier hin. Hier sind wir bei der Baustellenabteilung. Nein. Ich glaube, hier hat es alles, was rund um das Fahrzeug anbelangt. Verschiedene Poliertücher, Speedy, da. Poliertücher für Karosserie, Mikrofasern, Trockentuch haben wir auch noch, ein Riesenteil. Was haben wir da? Orange Baby XL Trockentuch. Also ich glaube, wenn man hier nicht fündig wird, dann wird man nie fündig. He? Ansonsten haben wir vorne noch Kassen. Sally, freut mich. Super, ja, nein, du? Toni, Toni, Toni. Toni Montana. Weißt du, wie tolle Teletoni. Ja? So, wir haben hier Leute, die fleissig einkaufen bei euch. Genau, ja? Auf jeden Fall, ja. Sehr, sehr modern. Sehr modern, ja, muss ich sagen. Wirklich gut, oder? Ich kann bestätigen, dass es hier 20% gibt. Ja? Auf jeden Fall, ja. Okay, nicht, dass über den Tisch gezogen wird. Ein Käppi. Passt er zu mir? Nö. Wir haben hier noch einen anderen Hersteller. Wie man es ausspricht. Gion. 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 Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das sieht aus, als könnte man es trinken. Sehr schöne Farbe, so sirupmässig. Keramik. Haben wir vorhin schon geredet. Bietet Sonax auch. He? Keramikversiegelung, Langzeitversiegelung. Die Fläschchen sehen immer sehr gut aus. Chemical Guys. Voilà. Da steht Clean and Protect in One Step. Also 2 in 1 Nanotech Protection. Gehen wir mal ins Lager. Why y'all been on TikTok? I been on Big Pac, Big Glock, it's Alfred Hitchcock. Get your kid rock, Silk Shock, a nigga like P-Brother, tree lover. Fell in love with a bitch, my bitch just told me she love her. We running, been running this shit, I can't feel my legs. Your brother got them birds, how my niggas come and steal his eggs. Hey, nein! So laufst du mir doch nicht ins Lager rein, ohne ein vernünftiges T-Shirt da so. Liebe Zuschauer, das ist übrigens der Geschäftsführer, der Albi. Jawohl. Albi, vielen Dank erstens einmal, dass wir einfach aufnehmen bei euch. Schön, dass ihr gekommen sind. Das ist der Hammer, ja. Ja, super schöner Tag gewesen. Er hat jetzt ein bisschen Zeit gefunden. Und ja. Mich interessieren jetzt ein paar Fragen, oder besser gesagt, ein paar Antworten. Wie viele Produkte kannst du anbieten? Wir haben jetzt ca. roundabout so um die 1300, 1400 verschiedene Produkte im Sortiment. Mhm. Die sind jetzt alle, mehr oder weniger, alle eigentlich da eingelagert bei uns. Wenn ich etwas heute bestelle, bei dir, wie lange geht das, bis es in Önzigen ist? Ich wohne in Önzigen. Ja. Wie lange geht das von Laus auf Önzigen? Spielt eigentlich keine Rolle, an welchem Punkt du in der Schweiz bist. Wir sind recht speditiv, recht schnell. Das heisst, wenn deine Bestellung bis
17 Uhr bei uns eintrifft, hier bei uns im Lager. Jawohl. Dann ist das heute, also an dem Tag, dann da im Lager, poppt das auf dem PC und wir tun bis 17 Uhr noch ausliefern und dann hast du es am nächsten Tag eigentlich bei dir daheim. Also und innerhalb von 24 Stunden? Ja, noch schneller zum Teil. Wenn du am 5 Uhr bestellst, hast du zum Teil am nächsten Tag am 9 Uhr schon bei dir, dann ist es noch schneller. Mhm. Wie viele Quadratmeter Lager hast du jetzt hier? Wir haben jetzt eigentlich hier etwa 350 Quadratmeter Lager. Dort haben wir noch mal ein bisschen Büro, das heisst noch mal 150 Quadratmeter Büro. Etwa. Und da ist eigentlich die ganze, unser ganzes Lagersystem eigentlich aufgeteilt. Bei uns spielt es in dem Sinn eigentlich keine Rolle, wo ein Produkt in dem Sinn liegt. Die Produkte eigentlich liegen überall. Wir haben eigentlich so ein schlaues System bei uns installiert, dass das System eigentlich immer weiss, wo das Produkt liegt. Das heisst, das System weiss, dass das Produkt jetzt da liegt und unsere Lagermitarbeiter finden dann das Produkt auch immer. Der läuft eigentlich einmal komplett durch das ganze Lager durch, hat alle Aufträge gesammelt und tut sie dann nachher vorne kommissionieren und an die Kunden weiterschicken. Der erste Schritt, der ist eigentlich da. Der Mitarbeiter tut da eigentlich, wir nennen das bei uns intern, eine Pickliste erstellen. Die Pickliste sagt ihm, welches Produkt das er muss im Lager holen muss. Mhm. Die geht er nachher holen, läuft einmal durchs Lager durch, kommt dann nachher da rein. Und dann tut er eigentlich die Pakete sozusagen da verpacken. Wir haben hier unten beispielsweise Karton. Da wird eigentlich das alles im System eingescannt. Wir haben das System so aufgebaut, dass der Mitarbeiter nichts falsch machen kann. Das heisst, alles wird mit dem Barcode eingescannt und das System wird motzen, wenn etwas falsch wäre. Genial. Finde ich richtig cool. Ist eine coole Sache. Ihr habt ein grosses Lager, ihr habt viele Artikel. Mhm. Und jetzt noch zusätzlich, kannst du mir etwas sagen? Ja, bitte. Wieso hast du jetzt, nachdem was eigentlich online so gut gelaufen ist, ihr seid ja Nummer 1 in der Schweiz, was Online-Verkauf anbelangt, ja, ja. Autopflegeprodukte. Mhm. Wie bist du jetzt auf die Idee gekommen, noch einen Shop aufzumachen? Also, wir haben das grundsätzlich schon ein bisschen länger immer wieder so ein bisschen nebenbei gemacht, so wie ein Shop im Lager. Aber nachher haben wir vom Kunden eigentlich das Feedback bekommen. Ich bin auch persönlich der Meinung, dass der Kontakt, der zwischenmenschliche Kontakt zum Händler oder ja, zu dieser Firma auch wichtig ist. Man will eigentlich das Produkt mal anlangen, man will das Produkt schmecken, man will es einfach mal in die Finger haben und man will einfach wissen, wer steckt eigentlich hinter dieser Firma. Und das kannst du eben nur in einem Laden. Online geht es schon, man kann Bilder präsentieren, Videos, aber in das Gefühl wie 1:1, das hast du nirgends. I can tell you got big D energy. It ain't too many niggas that can handle me. But I might let you try it out the Hennessy. Make them sing to this pussy like a melody. Salut zusammen, gell? Ich habe die meisten schon können begrüßen und willkommen heißen bei uns. Es freut mich, dass ihr alle da seid und uns heute bei der Neueröffnung besuchen. Im Vorfeld hat man sich können registrieren für das Gewinnspiel, was wir jetzt auslösen. Es gibt einmal den Hauptgewinn, einen AWA-Hochdruckreiniger aus Norwegen. Das ist der stärkste Hochdruckreiniger, den wir im Sortiment haben. Kostet um die 700 Franken etwa. Da ist alles dabei, was man braucht, um das Auto putzen und noch mehr. Und der zweite Gewinn ist eine Innenraumreinigung beim Albetritt von Cardelux. Das heisst, du kannst einfach dein Auto bei ihm vorbeibringen und er tut einmal den Innenraum aufbereiten. Also, ich tue das Ganze jetzt einmal starten für das Gewinnspiel beim Albetritt von Cardelux. Der Ralf Schilling, ist der rum? Ralf! Super, Ralf, du meldest dich nachher einmal beim Albetritt und dann tun wir zusammen etwas abmachen. Der nächste wäre der Preis Rodriguez. Oh yeah. Gut. Du kannst gerade führen, Club? Toni? Ja. Teletoni? Bitte schön. Nein, nicht Teletoni. Also. Legen wir mal los. He? Also, wir nehmen jetzt hier eine Politur, die auch gerade eine Versiegelung getroffen hat. Das ist von Menzerna One Step. 3-1, hä? Genau, richtig, ja. Hier haben wir natürlich ein starkes Pad von Flex, auch selber. Das ist jetzt Politur, kannst schmecken. Schmeckt sehr fein. Ich habe gar nicht geschmeckt, sorry. Das ist Corona gehabt. Also, wir machen hier ganz einen kleinen Abschnitt. Wir machen hier ganz einen kleinen Abschnitt. Vielleicht seht ihr mal in der Sonne gerade, wie die Kratzer weggehen. So, zuerst Politur verteilen.
Und dann kann man noch eine stärker machen und dann geht es ab. Und dann kann man mit dem Lichtdruck, wir sagen dem Kreuzverfahren, also wirklich. Hört ihr es da hinten nicht, gell? Schon? Ja, ich halte ein bisschen. Hat er nicht so eine starke Stimme? Ja, ja. Ich habe schon das Mikrofon nicht so gut. Okay, ist gut. Also das sind Hologramme, oder? Die wir hier jetzt verschwinden lassen, oder? Nein, das sind keine Hologramme. Das, sind das? Das sind kleine Kratzspuren, ja. Okay, keine Hologramme, okay. Wir sagen dann Mikrokratzer. Mikrokratzer. So. Also. Merci. Jetzt kommt das Tierchen dazu, hä? Genau. Und jetzt kann man genau den Unterschied merken. Wir sehen natürlich oben ist noch, sagen mit dem Grauschleier ist wie grau und unten sieht man wirklich wie es funkelt. Ja voll. Also man sieht definitiv einen Unterschied. Das ist ja so. Also jetzt haben wir hier einen Reifencleaner. Jetzt können wir das drauf tun. Und wenn das jetzt würde, sich braun verfärben würde, dann weiss man, okay, das ist jetzt Reifendreckig. Wenn jetzt aber der Film, da weiss wäre, dann weiss man, okay, ich habe schon saubere Reifen, ich müsste jetzt nicht unbedingt waschen. Okay. Aber der tut man eigentlich immer drauf, bevor man einen Reifenglanz drauf tut. Weil sonst passiert, dass man eigentlich immer der Reifenglanz auf die dreckige Schicht immer wieder aufstapelt. Okay. Darum ist es wichtig, damit auch der Reifenglanz am längsten hält, dass man das schön dort vorbereitet. Jetzt sieht man eigentlich, dass der Licht Farbe genommen hat, oder? Ja. Eine andere Farbe. Jetzt kann ich da einfach mit dem Pinsel das schön verreiben, respektive, dass sich das Produkt einwirken kann. Und wie lange lässt man jetzt das einwirken? Das ist schon fertig? Ja. Also okay. In der Regel könnte man jetzt eigentlich gerade die Felgen noch reinigen und das eigentlich nachher komplett abwischen, abspülen. Aber da wir jetzt nur das machen, ist eigentlich der Effekt jetzt durch. Dann geht es nur noch ums Trocknen und Reifenglanz drauf tun. Okay. Und jetzt können wir gerade das vorab wieder abspülen und gerade den Reifen auch noch gerade. Dann können wir gerade beides zusammen machen. Let's go, damn fool. When I speak, I put rappers to sleep. When that geek, I go black on the beat and I'm pillin' them off of my cleats. Don't stand in my way. Okay. I got some Hannibal ways and I treat them like dinner today. I get the feeling of bitch and I'm saying my grace and I fuck around, bite off your face. Suckers, I talk on the ways, I just did a 16 and watch everyone duck in the place. Perfect. Got a bad bitch, that's perfect. Just bought a new crib, that's perfect. BBS in my jib, that's perfect. Got a belly get streams, that's perfect. And a couple billboards, I'm perfect. See clowns in the game. Red dot on the nose, I murk a bird. I'm washing them off that charger. Me and Nicky got a couple bitches twerking. Liebe Zuschauer, ich habe mir jetzt hier einfach, bin jetzt so frech gewesen und habe mir einfach erlaubt, hier am Albi seinem Arbeitstisch herzuhocken. Albi, komm mal schnell ins Bild bitte. Ja, bitte. Du hast hier ja Mikro. Kannst du mal zuerst aufstehen? Ja, Entschuldigung. Ja. Danke dir. Gell? Sehr gut. Ja. Er will jetzt, so, jetzt haben wir es richtig rum. Was machst du alles mit deinem Equipment hier? Wieso Mikrofon? Ja. Wieso Kopfhörer? Ja. Machst du Musik hier? Oder? Nein. Amigs könnte man denken, du läufst da bei einem Twitch-Stream rein oder so. Aber das ist tatsächlich nicht so. Mhm. Du musst dir vorstellen, wir sind eigentlich bis zum dem Jahr, jetzt eigentlich 2021, das Zweite gewesen, mit meinem Bruder da. Mhm. Jetzt haben wir zwei Leute angestellt und da ist mir von Anfang an wichtig gewesen, dass wir eigentlich die Leute richtig einschulen können. Jawohl. Genau. Und das Mikrofon benutze ich eigentlich für das. Das heisst, ich stand dann eigentlich da vor dem PC an und ich nehme Schulungsvideos auf. Ah, cool. Das heisst, es wird ein Bildschirm geteilt auf dem Video, ich bin dort links unten auch, poppe ich auf und dann zeige ich den Leuten, wie das, die einzelnen Arbeitsschritte eigentlich durchführt. Wo siehst du dich in 20 Jahren? In 20 Jahren. Hast du dir schon Gedanken gemacht? Ja, ich habe mir natürlich schon ein bisschen Gedanken gemacht. Es ist sehr schwierig, das in 20 Jahren vorauszusehen. Vor allem, weil wir, wenn ich 5 Jahre jetzt zurückdenke und überlege, was ich denke, wo ich in 5 Jahren bin, das ist sehr schwierig. Das ändert sich immer. Aber ich denke, dass wir weiterhin wachsen werden, mehr Leute anstellen werden.
dass wir einfach rund ums Thema Auto sicher die Nummer 1 in der Schweiz werden sein, wenn wir Autozubehör, wenn wir Autopflege kaufen. Da werden wir der einzige Ansprechpartner in der Schweiz sein. Wie alt bist du? Ja, 26 bin ich geworden. Respekt, da muss ich dir ein grosses Lob aussprechen für das, was du hier aufbeigestellt hast mit 26. Liebe Leute, das ist es gesehen vom Albi, von uns, von Carblogger Schweiz. Er ist einmal nicht gross mit Autos, aber rund ums Auto. Mhm. Nochmals, vielen herzlichen Dank. Danke dir, dass ihr vor allem euch beiden, dass ihr gekommen seid. Sehr gern und immer wieder gern, ja, muss ich sagen. Fall, ja. Sehr, sehr zweiger Typ, muss ich auch sagen. Ihr werdet ihn sehr wahrscheinlich auch zukünftig im Showroom antreffen, oder? Mhm. Ja, klar, ja. Und immer wieder. Ich und der Speedy sind schon dran, das nächste Video für euch auf die Beine zu stellen. Thank you. Am I coming with that rush to be under? You can vanish. Ain't no back and forth, no banter. I'm not here for you to handle. You don't like me, change the channel. I'm there too. So to be you. Nigga, what I care, you don't like.